Ich bin die Larissa und ich fahre Ski und ich wollte den Felix Neureuther fragen, haben Sie gute Ski? Also keine bestellte Frage. Ne? Also wenn ich gut fahre, dann habe ich sehr gute Ski. Und wenn ich nicht so gut fahre, dann habe ich ganz schlechte Ski. Nee, aber meine Ski sind wirklich sehr, sehr gut. Also das passt alles. Aber man muss sagen, da im Weltcup, wenn man fährt, dann sind eigentlich von allen die Ski ganz gut. Aber meine sind besonders gut. Jetzt nehmen wir noch euch beide mit, die ihr hintereinander sitzt. Gibt es das Mikro mal weiter und dann haben wir noch eine Überraschung für euch. Das heißt, Miri und Felix haben eine Überraschung für euch. Mein Name ist Christopher und meine Frage ist, fahren Sie mit nach Südkorea oder schauen Sie sich die Wettbewerbe im Fernsehen an? Also wir fahren definitiv nicht mit. Wir schauen uns die Wettbewerbe im Fernsehen an. Ein paar kommen ja auch nachts davon, was ganz gut passt, weil die Mathilda ist nachts auch immer viel wach. Und dann können wir uns das alles gemeinsam anschauen und werden natürlich vom Fernseher Daumen drücken und mitfiebern und unseren ganzen Kollegen und Freunden ganz viel Glück wünschen. Willst du dir anschauen? Ja. Ja? Auf was freust du dich besonders? Auf welche Wettbewerbe? Biathlon ist immer noch spannend. Ja, das ist sehr spannend, gell? Hast du da einen Favoriten bei den Deutschen? Oder auch international? Ja, ich habe sehr viele Favoriten. Ja, wen hast du als Favorit? Sein liebster Biathlet ist Felix Neureuther. Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Simon Schemm. Also fast alle Biathleten. Ah ja, gut. Und so von international, den großen alten Ole Einar Bjørndalen oder so, sagt dir der noch was? Ja. Findest du den gut? Ja, er ist für sein Alter sehr gut. Ja, das stimmt. Für sein Alter ist er wirklich noch sehr, sehr gut. Ich bin die Chiara und ich turne und schwimme gerne. Und meine Frage ist, wie fühlt man sich, wenn man berühmt ist? Nicht anders, als wenn man es nicht wäre. Wir sind ja auch nur ganz normale Menschen und haben das Glück gehabt, dass wir unseren Sport machen durften und dass wir vielleicht ein paar Leute damit auch begeistern konnten und uns Leute deswegen die Daumen gedrückt haben. Aber deswegen sind wir nicht anders. Also wir sind genau wie du und dein Sitznachbar in die Schule gegangen, haben alles genau gemacht wie andere Menschen auch. Und von dem her ist kein großer Unterschied da oder gar kein Unterschied da. Auch eine Überraschung zu sprechen kommen, die Miri und Felix mitgebracht haben. Und ich glaube, was das genau ist, das können die beiden viel besser selber erzählen. Ja, genau. Also wir haben ein Kinderbuch geschrieben und rausgebracht. Und das heißt, auf die Piste fertig los. Das war Und da macht auch ein ganz guter Freund von mir mit, der Bastian Schweinsteiger. Und auch der Marcel Kirscher ist dabei und die Miri ist dabei und ich bin dabei und da nehmen die Tiere an der Winterwald-Olympiade teil und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ganz schön ist, jetzt wo ich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen kann, weil mein Knie ja leider ein bisschen verletzt ist. Dann kann ich da wenigstens bei der Winterwald-Olympiade im Buch daran teilnehmen und die Miri auch. Und wie das dann ausgeht, das könnt ihr dann im Buch drinnen nachschauen. Es ist sehr, sehr schön geworden und vor allem geht es da um Werte in dem Buch, die uns ganz besonders wichtig sind und die, denke ich, auch für jeden Sportler sehr, sehr wichtig sind. Ganz egal, ob man jetzt noch ein bisschen jünger ist, so wie ihr seid, oder auch wenn man älter ist. Da geht es um Fairness und um... Vor allem geht es um Freundschaft. Und um Freundschaft und dass man sich gegenseitig hilft, auch wenn man Konkurrent ist. Und ja, eigentlich auch so, wie es bei den Olympischen Spielen der Fall sein sollte, dass Fair Play im Vordergrund steht und dass man nicht probiert, irgendwie zu betrügen, sondern ganz im Gegenteil, dass man eigentlich den anderen ganz viel helfen soll. Und da haben wir für jeden von euch haben wir ein Buch mitgebracht. Das unterschreiben wir natürlich auch noch für euch und dann könnt ihr das mit nach Hause nehmen und habt eine ganz schöne gute Nachtgeschichte dabei. Könnt ihr auch, wenn ihr jüngere Geschwister habt, könnt ihr ihnen das vorlesen. Das funktioniert auch, glaube ich. Absolut, ja.
Und man muss dazu sagen, also die Zielgruppe oder das Alter ist eigentlich von 3 bis 6 Jahren. Ihr seid vielleicht ein bisschen zu alt. Ja, aber das ist 40 bis 11-Jährige genauso gut. Genauso gut. Und ja, wenn ihr jüngere Geschwister habt, ich glaube, die freuen sich riesig, wenn ihr ihnen mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Und wir machen es immer bei unserem Neffen, der wird jetzt 3 und der liebt es. Und was ihr gesagt habt, die Botschaft, das ist es ja im Sport, die Botschaft mit, ich treffe andere und am Ende sind das nicht meine Feinde, sondern die, mit denen ich das zusammen mache. Und manchmal ist es dann, so ist es auch im Buch, am Ende gar nicht mehr so wichtig, wer gewinnt. Das Wichtige ist der Sport selber. Das ist ja völlig egal, ob du 3 bist oder ob du 11 bist oder ob du schon fast 30 bist oder ob du schon fast 60 bist. Ja, also die Miri, die liest mir das Buch auch jeden Abend vor uns. Sonst kann der Felix nicht einschlafen. Richtig, und dann geht es mir super. Wir brauchen eure Hilfe. Wir könnten das Trichtersystem machen. Alle versuchen gleichzeitig, das erste Buch von Miri und Felix zu bekommen. Wir könnten aber auch schlau sein und es so machen, dass immer einer kommt und sich ein Buch nimmt und die beiden geben euch dann noch ein Autogramm. Das hätte den Vorteil, dass ihr alle ein Buch mit Autogramm von den beiden bekommt. Ja. Welche Methode wollen wir machen? Trichter oder schlau? Schlau! Wer war das? Schlau ist gut. Fangt einfach, ist sehr gut. Warte, stellen wir uns dahin, oder? Drüben jetzt schon Interviewmöglichkeiten mit Karina Vogt.